This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, schöne Grüße aus Kopenhagen. Ich hocke hier gerade am Strand und heute wollte ich mal ein Video drüber machen. Über den Verstand, messerscharfen Verstand so. Und dass der Verstand eigentlich ein Werkzeug ist. Also, es ist eigentlich so, wir vernachlässigen unseren Verstand so ungemein, unser ganzes Leben lang. Und in der Schule lernt man nicht, wie man richtig denkt. Man hat sich sein ganzes Leben lang über Jahre destruktive Denkmuster angewöhnt. Und darum geht es in dem Video hier, dass man wieder lernt, seinen Verstand zu benutzen und nicht, dass der Verstand einen benutzt, dass der ununterbrochen rattert. Und wenn man hey, das war die Karte. Also jetzt ist gerade jemand vorbeigekommen. Es geht darum, dass man wieder der Meister von seinem Verstand wird und nicht der Sklave von seinem Denken. Und ich habe neulich so ein Video von so einem Yogi gesehen und dann bezappelt er einfach die ganze Zeit mit der Hand und dann sagt er, sind die Hände jetzt sinnvoll, wenn die einfach so zappeln? Nee, denn die Hände sind sinnvoll, auch wenn sie ganz ruhig jetzt, ganz ruhig, legt meine Hand jetzt auf meinem linken Knie und dann ist es sinnvoll, wenn sie macht, was ich möchte so. Und wenn die Hand ein Werkzeug für mich ist, ich kann damit was aufheben, ich kann damit Dinge benutzen, anfassen, fühlen, spüren. So. Und der Verstand bei den meisten Menschen rattert es einfach ununterbrochen. Und dann immer wieder die gleichen Gedanken. Oh, was ist, wenn das ist, wenn das ist? Und man kommt nicht mehr zur Ruhe mit dem Verstand. Und man muss eben wieder lernen, auch wenn der Verstand still ist, wenn es nichts denkt, dann ist es in Ordnung. Viele setzen das gleich so, oh, wenn man nicht denkt, dann ist man nicht intelligent oder so. Nein, das Denken ist nur ein Mittel, ein Werkzeug, das ihr habt. So. Und ich denke, also bin ich so, dieser Spruch auch, ist eigentlich ja, so ein Schmarrn oft. Das ist auch gerade, wenn man denkt, dass man nicht im Moment ist, sondern der Kopf rattert einfach, projiziert irgendwelche Dinge auf Zukunft und Vergangenheit. Und wenn man nicht denkt, wenn man genau im Moment ist, wenn man gerade irgendwie Fußball spielt, wenn man klettert, egal was, dann denkt man nichts, man macht einfach den nächsten Griff, man ist völlig im Moment so. Und man muss wieder lernen, seinen Verstand zu benutzen wie ein Werkzeug. Wenn ich nachdenken möchte, dann denke ich nach. Dahin muss man wieder kommen. Und ja, dieser Vergleich mit einem, ja, man muss seinen Verstand eben schärfen wieder. Man muss wieder lernen, den richtig zu benutzen. So. Man muss sein Werkzeug schärfen. Ein Skalpell ist nur sinnvoll, ein Messer ist nur sinnvoll, wenn es richtig schön scharf ist, wenn das Werkzeug gut in Form ist. Und wenn das Messer nicht scharf ist, das ist wie wenn du eine Frucht zerschneiden willst und dazu einen Hammer benutzt. Du zerquetscht die Frucht damit einfach nur. Das Ergebnis wird nicht gut sein. Wenn dein Verstand nicht geschärft ist, ist es schwer bis unmöglich, Einsicht zu erlangen. Es bringt nichts, 1000 Dinge auszuprobieren im Äußeren und dann zu meinen, dass man dann irgendwann zu einem guten Ergebnis kommt. Wenn man nicht gelernt hat, richtig zu denken, seinen Geist zu schulen, dann wird man zu keinem guten Ergebnis kommen. Man wird falsche Schlussfolgerungen ziehen und es werden die abstrusesten Gedankenkonstruktionen wieder dabei rauskommen. Und es ist nun mal so, wir haben in der Schule nicht gelernt, wie man denkt. So, ich fand es mir zum Beispiel interessant, ich habe irgendwann mal eine Reportage oder Dokumentation über Bhutan, glaube ich, gehört.
angeschaut. Bhutan, das ist ein Land, ich weiß nicht, wo es genau ist, da sollen angeblich so die glücklichsten Menschen leben. Und die erzeugen, glaube ich, ihren Strom auch komplett mit erneuerbaren Energien. Und die haben zum Beispiel einen Bruttoinlandsglück eingeführt. Also die schauen drauf, wie glücklich sind die Bürger, die dort leben. Und die machen zum Beispiel, da hatte ich nur in der Dokumentation so dieses Bild davon im Kopf noch und was die da gesagt haben. Die waren in der Schule und dann sind sie früh mit den Kindern hin und haben gesagt so, wir putzen nicht die Zähne, sondern wir machen Gehirnputz. Die hocken sich jeden Tag mit den Schülern hin und meditieren, geben dem Geist Ruhe. Und das ist auch der wichtigste Punkt, denke ich, um wieder ein klares, scharfes Denken zu entwickeln. Dass man jeden Tag schaut, was geht eigentlich wirklich in einem vor. Dass man sich jeden Tag hinhockt, ohne sich abzulenken mit irgendeiner Beschäftigung. Die meisten Leute schaffen es selbst im Urlaub, sich abzulenken mit einer Beschäftigung. Da wird gleich am ersten Urlaubstag abgereist, so damit man ja immer im Stress ist, so damit man ja nicht zum Denken kommt, damit ja keine Ängste hochkommen. Und das ist das eben, was passiert. Wenn man sich die Ruhe und Zeit für sich selbst nimmt, dann kommen Ängste hoch, dann kommen Gefühle hoch, die man vielleicht sonst nicht anschauen wollte. Aber es wäre sinnvoll eben, diese mal anzuschauen. Und ja, dann kommt der Geist auch irgendwann zur Ruhe. Aber das dauert. Man kann sich oft stundenlang da hocken und die Gedanken rattern weiter. Aber umso öfter man sich einfach hinhockt und diese Gedanken einfach vorbeiziehen lässt. Ihr könnt euch das zum Beispiel so vorstellen, stellt euch alle Gedanken, die aufsteigen, in einer Sprechblase über eurem Kopf vor. Und das ist ja auch das, man kann sich ja selbst beobachten beim Denken. Beobachtet einfach euer Denken. Alles, was aufkommt an Gedanken jetzt, in eurem Kopf, stellt euch das in der Sprechblase über eurem Kopf vor. Und schaut einfach die Sprechblase an. Und wenn dann der Gedanke vorbeizieht, dann kommt eine neue Sprechblase. Und lasst es einfach, lasst es aufsteigen, was kommt. Ohne das zu beurteilen. Das ist nämlich das Wichtige. Wenn man mal merkt, Beobachter zu sein, wenn man lernt, alles zu beobachten und achtsam zu sein in jedem Moment, was man einfach praktizieren muss eben und jeden Tag. Es bringt nichts, wenn man das dann nur in der Meditation macht und es nicht in den Alltag mitnimmt. Irgendwann ist der ganze Alltag Meditation, dann braucht man auch nicht mehr wirklich zu meditieren. Und darum geht es eben, Beobachter zu werden, diese Gedanken und alles, was aufsteigt, nicht zu beurteilen, nicht zu verurteilen. Meistens ist es ja so, man macht sich Sorgen oder irgendwelche negativen Gedanken steigen auf und dann beurteilt man das gleich so. Aber lasst es einfach mal, das Beurteilen weg. Lasst die Gedanken einfach aufsteigen, beobachtet es, erkennt es an, sagt, okay, aha, jetzt fühle ich mich scheiße, jetzt bin ich sauer auf den, okay, ist halt so. Und meist reicht das schon, dass es dann aufhört. Dieses Annehmen ist das Wichtigste einfach. Das Annehmen, sei es gut oder schlecht, dieses Gut und Schlecht entsteht immer nur im Kopf durch dieses Beurteilen. Also, es ist genauso, schaut euch das Wetter an, so. Da gibt es kein Gut und Schlecht. Was ist Sommer gut und Winter schlecht? Nein. Als Kind, da weißt du noch genauso, hey, im Winter cool, da kann ich Schlitten fahren, da kann ich Schneeballschlacht machen. Es ist alles schön so in der Natur. Da gibt es kein Gut und Schlecht. Es ist alles schön so. Es ist einfach, wie es ist. Es ist da. Und das zu akzeptieren, wie es ist, bringt so viel Frieden mit sich. So. Und ja, darum muss man es eben lernen, wieder seinen Verstand zu schärfen, um auch zu Einsichten wieder zu gelangen. Du kannst mit einem verkorksten Verstand, sage ich jetzt mal, keine klaren Muster erkennen. Du kannst Die Dinge hören sich für dich dann völlig wirr an, ergeben gar keinen Sinn. Und ich sag euch, es kommt immer mehr Klarheit. Die Dinge werden so einfach, wenn ihr den Verstand wieder schult. Und das muss man eben jeden Tag machen. Jeden Tag sich die Ruhe nehmen und die Zeit, sich hinzusetzen. Und die Gedanken beobachten, das in Alltag mitzunehmen und Achtsamkeit zu praktizieren.
das wollte ich heute mal loswerden in dem Video. Ich hoffe, ihr nehmt euch das ein bisschen zu Herzen und ja, macht es vielleicht mal jeden Tag. Euch hinhocken. Manche lassen sich die Gedanken auch, stellen die sich vor wie bei einer Autobahn. Die Autos fahren einfach vorbei mit den Gedanken, die gerade auftauchen und dann sind sie wieder weg und man lässt sie los. Und im Buddhismus wird es zum Beispiel auch mit einem See oft verglichen. Ein ruhiger See, der spiegelt einfach, was da ist. Wenn eine Wolke oben drüber ist, dann spiegelt er die Wolke. Und wenn sie wieder wegzieht, dann zieht sie wieder weg. Und so sollte der Geist wieder geschult werden. Und wir haben das eben uns 20, 30 Jahre falsch angewöhnt. Und das kriegt man nicht so schnell wieder aus dem Kopf. Man muss sich erstmal wieder umstellen und seine Gedanken wieder jahrelang schulen. Aber es wird Schritt für Schritt besser so. Genau, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Ansonsten macht's gut, Leute. Schöne Grüße in Kopangan.